Moin, moin, Freunde. Da viele Leute unter das Video von gestern geschrieben haben, was sie von der neuen Klasse halten und was sie auch in Zukunft in Shakes and Fidget sehen, habe ich mir gedacht, könnt ihr einfach mal euren Wunsch in die Kommentare unter das Video von gestern schreiben. Also, was wünscht ihr euch am meisten in Shakes and Fidget? Und dann werde ich morgen dann mal das Video mit den ganzen Kommentaren bei Player Games einreichen, als Feedback senden und eventuell kommt da dann auch was zustande. Durchlesen werden sie sich, das denke ich mal auf jeden Fall. Also falls ihr euch noch irgendwas in Zukunft wünscht oder was noch in Shakes and Fidget fehlt, kommentiert gerne das Video von gestern und dann werde ich das mal zu Player senden, die ganzen Kommentare. Und ja, so machen wir das. Also ja, was seht ihr in Zukunft noch in Shakes and Fidget? Schreibt gerne mal unter das Video von gestern. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind heute auf dem Main und wir wollen heute mal ein bisschen zu dem Hades reinschauen. Der vorletzte Gegner, den ich überhaupt noch in ganz Shakes and Fidget habe. Ja, ich hoffe ja, dass er dieses Jahr noch liegt. Wir hatten schon ein paar knappe Tries, unter anderem hatte ich gestern oder vorgestern war es gewesen, einen sehr knappen gehabt, den will ich euch gleich mal zeigen. Bevor es dahin geht, natürlich auch nochmal der internationale Gildenkampf, der ja hier jeden Tag jemand anderen trifft. Ne? Da wir ja mit Celtic hier auch gut am Durchrasieren sind, sind jetzt bald in den Top 40. Das geht jetzt relativ schnell. Allerdings, ja, bei diesem Fight musste sogar ich mal antreten. Ja, es kommt selten vor, aber die Gegner aus Bankai, die sind sehr, 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 sehr krass geskillt. Guckt euch mal hier die Geschick-Ausdauer-Skillung an, das ist schon echt heftig. Ja, und da bin ich auch schon an der Reihe. Ja, hat mich weggekrittet und dann auch fast besiegt, aber dann hatte ich dann auch noch mal ein bisschen Glück gehabt und somit haben wir dann den Kampf gewonnen. Ansonsten wären ja nach mir auch noch Dwayne, Mordae und Seth dran gewesen. Ne? Mal schauen, wie die Kämpfe die nächsten Tage aussehen. Ein bisschen haben wir ja auch noch was vor uns hier. Ne? Mal schauen, mal gucken. Bin gespannt. Geht auf jeden Fall voran, sagen wir mal so. Ne? 10 Plätze noch, dann sind wir auf der Starterseite. Das ist natürlich auch ganz nice. So, ja, dann will ich euch das Ganze mal zeigen hier. Wir haben hier einmal, oder wir haben zwei Kämpfe. Das war beides gestern gewesen. Okay, einer war schon länger her. Aber den habe ich dann, glaube ich, wieder verworfen gehabt. Ich skippe mal direkt auf mich. Ihr seht schon, Begleiter haben nicht viel geregelt. Bei dem Try habe ich unglaublich viel Damage rausgehauen. Auch nicht komplettes Potenzial ausgeschöpft. Ihr habt gesehen, da war ein normaler Treffer dabei, aber dann auch einfach ein 2,25 Milliarden Treffer als letzter Hit hier an der Stelle, ne? Und hätte ich den Treffer hier noch vielleicht gekrittet, dann wäre Hades auch eventuell down gegangen. Man weiß es nicht, man munkelt noch, ne? Aber ja, ich muss sagen, hier. Die anderen haben wirklich nicht viel dazu beigetragen. Kunigunde hat jetzt nicht dolle Leistung gebracht. Das hat sie schon mal besser gemacht. Und dann einmal hier der Try, der war dann noch mal besser gewesen. Also der war noch knapper als der Kampf davor. Und hier hat die Kunigunde richtig hart reingecarried. Hätte sie das in den Kampf davor gemacht, mit meiner Leistung dann noch dazu, dann wäre vorbei gewesen. Aber leider in dem Kampf, seht ihr, habe ich zwei, drei normale Treffer rausgehauen. Drei normale. Da wär da ein Crit dabei gewesen. Oder zwei von drei. Ja, dann hätten wir Hades hier jetzt an der Stelle schon down gehabt. Aber sollte leider noch nicht sein. Ja, von den HP-Punkten her, 2,3 Milliarden, war das jetzt mein bester Try bisher. Der war ein bisschen ja, schlechter. Aber da hatte ich halt so einen extrem großen Crit rausgehasselt. Ja, nach wie vor probiere ich Hades hier noch mit meinen Free Tries, die ich jede Stunde zur Verfügung habe, so gut es geht halt, ne? Außer jetzt mal so wie hier im Video, dann pilze ich mal so ein bisschen rein. Aber das lasse ich sonst eigentlich, das mache ich nicht. Wenn ich hier irgendwie privat daddel, da mache ich jede Stunde hier meinen Free Try. Und ja, hoffe dann so, dass dann eventuell der Hades noch fällt. Also dieses Jahr sollte es schon, denke ich mal, soweit sein. Wir werden uns ja auch noch deutlich verbessern.
bis zum Ende des Jahres von den Skillpunkten her. Ne? Mal schauen, was wir da noch insgesamt reißen können. Aber alleine schon, wenn wir hier zum Beispiel Ausdauer auf 200.000 gezogen haben, dann denke ich mal, dass wir schon doch durchaus realistische Chancen haben gegen Hades. Ich weiß nicht, wie jetzt die prozentuale Chancen aussehen gegen ihn. Das hatte ich jetzt nicht nachgeschaut gehabt. Da will ich mich jetzt auch nicht weiter spoilern. Das, ja, sieht man dann halt, wenn er fällt, dann fällt er. Ne? Jetzt hier ein guter Try eigentlich an sich von Marquardt hat gut rausgehauen. Mal schauen. Die Kunigunde zieht dann aber auch leider nicht nach. Ja, und dann war es das hier an der Stelle nämlich auch schon wieder gewesen mit dem Try. Ja, so geht's die ganze Zeit. Also wenn wir hier so, ich sag mal, unter 4 Milliarden haben, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Versuch gewesen. Alter, da haben die aber gut reingecarried. Da hab ich diesmal dann anscheinend reingeschissen. Ja, kommt auch öfter mal vor. Aber wenn die Begleiter so, ja, den Gegner so auf die Hälfte minimieren, dann ist das immer schon ein ganz gutes Zeichen. Dann den Rest packe ich dann auch vielleicht im Optimalfall alleine. Ne? Ja. Oh, ja, ihr seht, also da ist schon ein bisschen Damage rauszuholen hier an der Stelle. Ich weiß auch nicht. Oh, das ist zum Beispiel ein guter Try hier. Ich weiß auch nicht, was mein höchster Schadenstreffer bisher war. Hier, das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Oh, nur Crit-Treffer. Aber das ist halt eben das, ja, Fluch und Segen einer großen Spanne, ne? Kannst halt reinkritten und es bringt halt fast gar nichts, weil du halt eben auch kritten kannst, aber mit einer niedrigen Spanne. Ja, das ist halt eben der große Nachteil von der großen Spanne. Trotzdem, für mich persönlich, gegen Hades ist es natürlich jetzt vom Vorteil, eine große Spanne zu haben, weil das ja fürs PvE dann doch ein bisschen besser ist. Aber für PvP, ja gut, muss man das nicht unbedingt haben. Da ist dann eher die Konstanz natürlich wichtiger. Ne? Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Das Thema. Ne? Ja, ansonsten bin ich sehr gespannt, wie es hier die nächsten Tage aussieht. Ich bin auch öfter jetzt nochmal hier in der internationalen, aber da, also als in der Heldenrangliste, nicht in der Gildenrangliste. Aber da muss ich sagen, da bewegen wir uns hier nicht weiter vorwärts. Platz 80, Platz 81 immer so in dem Dreh. Und ja, da kommen wir nicht wirklich weiter. Da muss ich aber auch sagen, die sind manchmal echt ganz schön. Ich weiß ja nicht, also da treten manchmal Gegner an von Servern. Da fragt man sich, was die da machen. So, ne? Das sind dann wahrscheinlich manchmal dann irgendwelche Leute, die, ja, weiß ja nicht, die sich da irgendwie reingemogelt haben über Zeitmaschine oder so. Aber manchmal sind hier auch, ja, Brocken hier auf der Ebene, die, keine Ahnung, gefühlt doppelt so viele Skillpunkte haben wie wir. Und, ja, da fragt man sich, was die denn da jetzt halt so weit unten machen, ne? Ja. Versuchen wir noch mal ein bisschen was hier bei Hades. Aber ansonsten, ja, will ich das halt auch nicht unbedingt raufbeschwören, sag ich mal. Ne, ich lasse mir damit Zeit. Es wäre halt nur cool, wenn man den jetzt hier live im Video besiegen könnte. Das ist wieder ein ganz guter Try. Ja, aber da auch wieder absolut nicht reingekrittet. Aber interessant zu sehen, dass der Hades auch mal so niedrige Treffer landen kann. Alter, da habe ich jetzt wieder ordentlich geregelt. Weil da hätte ich gedacht, gut, den macht er jetzt. Aber hat er doch nicht gemacht. Naja. Es gehört halt eine Menge Prise, eine große Prise Glück dazu, dass wir hier den Hades down kriegen. Oh, da, also, jetzt aber ein sehr guter Try von meinen Begleitern. Ja, die Crits sitzen, aber auch vom Gegner sitzen die Crits. Na, das ist nicht gut. Ah, nee. Ah, ja, so geht's halt die ganze Zeit, ne? Ah, schade. Ja, ey. Weiß ich nicht. So richtig stimmt noch nicht alles. Also, oh, jetzt wieder die Begleiter gut reingecarried hier. Aber da kriege ich wieder zwei Crits, drei Crits ins Gesicht, vier Crits. Nee, nee, so wird das nix hier. Also wird das nix, ja. Ich werde es wohl doch erstmal weiterhin bei meinen Free Tries, glaube ich, belassen. Das macht hier ja keinen großen Sinn, das hier weiter zu tryen. Aber ich hätte gedacht, na, vielleicht jetzt das Wunder live im Video, aber soll nicht sein. Ja? Dann werde ich ihn irgendwann eines Tages mit Free Tries denn besiegen.
Und dann werde ich es euch dann im Nachhinein dann, ja, zeigen, ne? Ich bin mal gespannt, wann wir mit der Gilde hier mal wieder ein Raid machen. Wir sind ja momentan echt noch dabei, uns noch weiter hochzuarbeiten hier von der Ehre her. Bei Raid 107 sind wir. Ich weiß gar nicht, wo wir mit Flames damals waren. Oh, da waren wir sogar bei 109. Okay. Also Raid-technisch können wir tatsächlich auch noch ein bisschen Fortschritt machen, ne? Also bin ich mal gespannt. Muss ich mal vielleicht vorschlagen, dass man das auch mal machen könnte. Bringt zwar nicht mehr viel, aber jetzt haben wir Flames ja schon echt gut abgefarmt. Haben uns auch einen guten Vorsprung jetzt erstmal gesichert. Und ja, generell hat sowieso realistisch gesagt jetzt keine andere Gilde irgendeine Chance gegen uns. Ja, so ist das, wenn die Großen sich zusammenschließen, denn, ne? Man sieht es ja dann auch gut in der internationalen. Naja gut, aber für das Video soll es das erstmal heute soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.